Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, sehr geehrter Herr Bundespräsident Wulff, liebe Brigitte, lieber Chris, lieber Art, liebe Vorstandsmitglieder, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Gäste und ich muss sagen, ganz viele Freunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Festtag, 40 Jahre Bertelsmann Stiftung. Heute ist für mich ein besonderer Tag. Eigentum verpflichtet, heißt es in unserem Grundgesetz. Diese Forderung ist aktueller denn je. In der heutigen Zeit, in der unsere Gesellschaft komplexer wird, müssen alle, und ich betone alle, Verantwortung übernehmen, Verantwortung für die Gesellschaft. Dieses ethische Leitbild bestimmt das Wirken und Handeln der Familien Bertelsmann-Mohn bereits seit mehr als 180 Jahren. 1835 gründete Karl Bertelsmann hier in Gütersloh einen kleinen theologischen Verlag. Der Markt war die Kirche. Erst wurden Gebetbücher verlegt, später folgten Kinderbücher. Heute ist es die ganze Vielfalt der Weltliteratur mit 80 Nobelpreisträgern und dem größten Buchverlag der Welt, Penguin Random House. Unsere Familie hat schon früh Verantwortung für die Mitarbeiter und die Gesellschaft übernommen. Sie engagierte sich in kirchlichen und städtischen Gremien, zum Beispiel in Kindergärten und Schulen. Bereits im Jahr 1887 wurde die Invaliden- und Altersversorgungskasse für die Angestellten eingeführt. Der Verantwortung für die Gesellschaft war sich auch mein Mann sehr früh bewusst. Mit 16 Jahren hat er in einem Schulaufsatz einen ungewöhnlichen Wunsch beschrieben. Ich will mitarbeiten und mich bemühen, meine Pflicht zu tun in der Gemeinschaft, die mir Ziel und Richtung meiner Arbeit weisen wird. Sein Deutschlehrer hat den Aufsatz mit sehr gut bewertet und als außergewöhnlich für das Alter bezeichnet. Dieser Gedanke ist Beschreibung für sein späteres Wirken als Unternehmer und Stiftung. Mein Mann hat sich Zeit seines Lebens für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und die Gesellschaft eingesetzt. Mit 17 wurde er, wie viele junge Männer, in den Zweiten Weltkrieg eingezogen und hat dort Grausames erlebt. Dennoch sagte er später zu mir, im Krieg habe ich viel Führungserfahrung und Menschenkenntnis erworben. Diese Erfahrung hat ihm später sehr geholfen. Nach dem Krieg wurde er von einem Tag auf den anderen Unternehmer. Mit gerade einmal 24 Jahren ohne Studium oder unternehmerische Ausbildung hat Herr Bertelsmann mit den verbliebenen 150 Mitarbeitern wieder aufgebaut. 1954 wurde die Königsidee des Buchclubs geboren. Wenig später folgte der Schallplattenclub und das Unternehmen wuchs jährlich um 100%. Daraus resultierte die Delegation von Verantwortung, die wir bis heute in unserer Unternehmenskultur praktizieren. Mein Mann hat sich dabei immer gefragt, was braucht der Mensch? Die Antwort lautet, Menschen suchen nach Sicherheit, Halt und Geborgenheit. Aber ganz genauso brauchen sie Freiheit für Kreativität und Sinnerfüllung. Das gilt heute mehr denn je. Das Streben des Einzelnen nach Selbstverwirklichung steht deshalb bis heute im Mittelpunkt unserer Unternehmenskultur mit ihren vier Grundwerten. Partnerschaft, Unternehmergeist, Kreativität und gesellschaftliche Verantwortung. Meine Damen und Herren, mein Mann hat verstanden, dass er der Gesellschaft viel zu verdanken hat. Er fasste deshalb den Entschluss, eine gemeinnützige operative Stiftung zu gründen. Von Anfang an ging es mit der Bertelsmann-Stiftung darum, einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Gemeinwohl und Fortschritt zu leisten. Es ging darum, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.
Schon früh spielten die Themen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Gesundheit und Kultur eine zentrale Rolle. All dies sind Projekte, an denen wir heute in der Stiftung noch arbeiten. Als er die Stiftung vor 40 Jahren gründete und ihr später einen großen Teil der Bertelsmann-Aktien überschrieben hat, war dies die größte Übertragung vom Vermögen zu Lebzeiten eines Unternehmens in Europa zu dieser Zeit. Das war für die Familie und für mich ein höchst emotionaler und auch bewegender Moment. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte die Gelegenheit nutzen und allen Mitarbeitern und Partnern für ihren täglichen Einsatz danken. Unser Blick richtet sich in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft verstärkt in die Welt. Ihre internationale Ausrichtung prägt die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter. Ich sage immer, unser Schreibtisch ist heute die Welt. In einer Zeit, in der globale Herausforderungen nur durch gemeinsames Handeln gelöst werden können, ist dies eine wichtige Entwicklung. Unsere Welt ist im Umbruch. Wir leben in einer Zeitenwende. Die Globalisierung verändert unser Zusammenleben noch nie wie vorher in der Geschichte. Dadurch wird es wichtiger denn je, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Bei der Lösung von politischen Krisen und gesellschaftlichen Problemen kommt Stiftung zu einer bedeutenden Rolle. Wir wollen Orientierung geben, wo Orientierungslosigkeit herrscht. Wir wollen kulturelle und ethische Wurzeln erkennen und bewahren, wo Werte heute mehr und mehr verloren gehen und wo wir sie brauchen. Wir wollen Brücken der Verständigung bauen. Wir wollen von der Welt lernen. Wir wollen Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Wir wollen und werden auch künftig Menschen bewegen, Zukunft gestalten, mit dem Verstand und mit dem Herzen. Vielen Dank.